Hallo, Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. Nachrichtenmix. Protest wegen Zustände im Parque Romano. Sportler und Nutzer protestierten gegen das Aussehen des Parks in Las Palmas auf Gran Canaria. Gestern soll deswegen eine Kundgebung der Guardianes del Parque Romano, die Wächter des Römerparks, stattfinden. Dort soll eine Umgestaltung der Grünflächen gefordert werden. Ebenso werden Schlaglöcher an den Wegen und zu wenig Toiletten angeprangert. Des Weiteren bestehen zwischenmenschliche Probleme. Die Läufer, die Hundebesitzer und die Fahrradfahrer geraten immer wieder mal aneinander. Vor der Veranstaltung hat sich die Bürgergruppe mit 5 Stadträten von Las Palmas getroffen. Es gab jedoch keine Änderung an ihren Wünschen, sie wurden ignoriert und sind daher verletzt, sagen sie. Quellen: La Provincia, ES, Canarias 7, ES. Nachrichtenmix. Badeverbot in den Gebieten El Bloque und Los Charcos in Valle Seco. Seit gestern wurde die rote Flagge gehisst. Somit hat das Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife das Baden an der Küste der genannten Strände wegen E. coli-Bakterien verboten. Die Anzahl der gefundenen Bakterien lagen über den zugelassenen Höchstwerten. Analytische Tests über den Zustand des Wassers haben die Ergebnisse bestätigt. Bis auf Weiteres bleiben daher die Strände geschlossen. Die Wasserqualität wird weiterhin im gesamten Gebiet überwacht. Über die Wiedereröffnung wird informiert. Das Badeverbot für den Strand Acapulco bestand nur kurzzeitig. Quellen: Europapress, ES, Teneriffa heute, Info, Eldia, ES. Nachrichtenmix. Puerto Naos News. Die Apotheke ist noch zu. Spa ist offen. Täglich bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr. Von einer Pizzeria in Renovierung habe ich nichts bemerkt. Die meisten Fenster an der Promenade sind zugeklebt. Eine Art Souvenirshop scheint bald zu eröffnen. Wir sahen abends eine noch verstellte offene Tür und dass die Regale bestückt waren, im Schaufenster Badetücher etc. Am Strand gibt es Liegen, 4,50 Euro und Schirme, 3,50 Euro zu mieten. Toiletten, Duschen und 2 kleine Strandbars sind geöffnet. Spät nachmittags bzw. abends steht noch ein gelber Foodtruck an der Promenade. Der nördlichste Strandteil ist noch auf einem kleinen Stück abgesperrt. Ein Teil, soweit mein Spanisch reicht, nur für Einwohner zu betreten. An Kellern und Tiefgaragen hängen noch CO2-Warn- und Sperrschilder. Estamos en la cuesta de la Moncloa. Hay otra cinta, otro medidor de los científicos y medidor del cabildo. Vamos a ver si se aprecia. Sí, 825, 19, a la baja, 14. Esto, como pueden comprobar, es de un churro, 625. Se estableció bajo 619, como pueden ver, es de un churro, ¿vale? Al lado de la rejilla,
navegarse, para variar. No sé, seguimos. Ahí se aprecia 483, 482, estable y bajando. En otra medición de ellos, señores. Nachrichtenmix. Selbstkritik bei der Bewertung des Wiederaufbauprozesses auf La Palma. Gestern berichtete ich von ein paar kleinen Fortschritten nach dem Vulkanausbruch in Puerto Naos. Doch viele Maßnahmen stehen noch an. Nun äußerte sich der Präsident des Cabildo von La Palma, Sergio Rodríguez von der Koalition Canaria, zu den Schwierigkeiten beim Wiederaufbau. Er sagte, dass es ohne Geld schwierig ist, sich um die Bedürfnisse zu kümmern und darauf zu reagieren. Viele Familien müssen immer noch in Containern oder Holzhäusern leben. Dies ist eine sehr große Herausforderung in der Wohnungskrise. Daher erwägt das Cabildo den Ankauf von Häusern, die basierend auf privater Initiative gebaut werden. Diese sollen den vom Vulkan betroffenen Personen zur Verfügung gestellt werden. Auch wurde von Rodríguez betont, dass der Wiederaufbau vieler wichtiger Projekte wie zum Beispiel die Sanierung der Autobahn LP2 nicht wie erwartet vorangekommen ist. Ich bin der Erste, der erkennt, dass wir nicht schnell genug vorankommen. Und ich gehe davon mit der Verantwortung aus, die ich möglicherweise habe. Er betonte auch, dass die Misserfolge nicht auf mangelnde Anstrengung oder mangelndes Engagement zurückzuführen seien, und versicherte, dass wir alles geben und Fehler machen. Aber mit dem Ziel, diese so schnell wie möglich wieder gut zu machen. Quelle: illapurón.com. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.